Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Pokémon Blattgrüne Edition. Das hier ist die Nuzlocke Challenge. Ich habe ein Infovideo gemacht, in dem ich die Regeln geklärt habe. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal los. Kennen wir alles? Easy. Die Welt, in die du jetzt gelangst, wird dir ein Abenteuer bescheren, in dem ich der Held bin. Rede mit den Leuten, überprüfe Dinge, wo immer du bist, in Städten, auf Straßen oder in Höhlen. Überall Informationen zu sammeln, ist deine Aufgabe. Neue Wege werden sich auftun, indem du Menschen in Not hilfst, Herausforderungen meisterst und Rätsel löst. Am meisten wirst du von anderen herausgefordert, aber auch wilde Geschöpfe greifen dich an. Sei tapfer und lass dich nicht beirren. Während eines Abenteuers interagierst du hoffentlich mit allen möglichen Personen, um deinen Charakter zu festigen. Außerdem ist es Ziel, den Champ zu besiegen. Das ist unser Hauptziel. Drücke den A-Knopf, um das Abenteuer zu beginnen. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich, man nennt mich auch Mr. NSA. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon schimpft. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Leider habe ich noch kein Abi, aber zunächst solltest du mir etwas von dir erzählen. Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Also, das sieht man doch, oder nicht? Ich meine, ich habe so richtig dicke Muskeln, deswegen... Ja. Wie lautet dein Name? Ja. Ich bin der Jude Adrian. Hallo. Herzlich willkommen zur Blattgrüne Edition Nuzlocke Challenge. Dein Name ist Adrian? Ja. Naja, ein normaler Name halt. Dies ist mein Enkel, mein einziger Enkelsohn. Von dir her wollt ihr einander übertrumpfen. Oh, ich habe aber vergessen, wie er heißt. Warte, ich weiß, wie er heißt. Ja, wirklich? Wie heißt er denn? Na, er heißt Penis. Ah, Penis. Genau, es lag mir doch auf der Zunge. Nein, Spaß. Ich nenne den Rivalen... Einfach mal... Nee. Oh Mann. Ich nenne ihn einfach mal... Andi. Ah, aber ist Andi? Andi, stimmt, das lag mir auf der Zunge. Haha. Adre, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Wir spielen gerade hier NES. Oh, ja, lass mal die Reise beginnen. Erstmal an den PC. Wie schaut das neue Pokémon Platin Let's Play aus? Ah ja, interessant. Wow, ein paar Views, ist nicht schlecht. Ich nehme mal den Trank hier mit. Mein YouTube Money. Ja, alles klar, jetzt kann's losgehen. Hi Mom. Richtig, irgendwann gehen alle Kinder fort, um ein Abenteuer zu erleben. Wo sei ich, wenn jemand hat nach dir gefragt? Ja, alle Kinder gehen fort, um eine Reise zu erleben. Ey, das ist... Diese Logik einfach. Hier wohnt Andreas. Habe ich also überhaupt keinen Bock, bei ihm vorbeizugucken. Ich würde sagen, wir gehen einfach schon mal ins wilde Gras. Warte! Geh nicht raus! Draußen ist es gefährlich! Eine Ratte und eine Taube könnten dich umbringen! Hier! Du brauchst eine brennende Hexe! Komm, folg mir! Opa, ich will nicht länger warten. Andi, lass mich nachdenken. Ach richtig, ihr solltet ja zu mir kommen. Wartet einen Moment. Hier, Adrian, dort liegen drei Pokémon. Haha, sie befinden sich in den Pokébällen. In meiner Jugend war ich ein top engagierter Pokémon-Trainer. Und jetzt, da ich alt bin, habe ich stolze drei Pokémon auf Level 5 auf dieser Bank, die ich herschenke. Wähle eins aus. Hallo, Opa, was ist mit mir? Hab ein wenig Geduld, Penis. Auch du sollst eins bekommen. Ja! Nehmen wir gleich mal die brennende Hexe, war die wird uns beschützen. Nein.
Glumanda ist ganz cool. Also ich mag Lorak, ist top. Aber Blattgrüne Edition und Glumanda nimmt halt eh jeder. Shiggy ist auch cool, aber bin jetzt nicht so der Shiggy-Typ. Ich nehme Bisasam. Bisasam soll es sein. Es ist leicht zu trainieren. Ja, es ist tatsächlich. Aber das hier ist eine Challenge. Deswegen mache ich es mir halt so leicht, wie es geht. Möchtest du Bisasam einen Spitznamen geben? Möchte ich tatsächlich. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich es nennen werde. Ich werde vielleicht jetzt einen Cut setzen und mir überlegen, wie es heißen soll. Ah, ich habe einen Namen. Und zwar werde ich es einfach Flecky nennen. Wegen der Flecken und so. Ich nehme dieses hier. Es ist natürlich das Beste. Ja, natürlich grabt er sich mal das Glumanda. Was ist mit dem Shiggy? Können wir das auch mitnehmen? Was ist Professor Eich letztes Pokémon? Ja, das behält er natürlich. Wenn du auch ein wildes Pokémon triffst, dann kann dein Pokémon dagegen kämpfen. Ach was. So, tschüss. Warte, Adrian, lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. Eigentlich spreche ich ihn genau wie Gary und nicht wie Andy. Ich sollte irgendwie Andy sprechen. Ob ich das hinkrieg? Keine Ahnung. Erstmal hier im Battle. Er schickt sein geiles Charmander raus. Ich hau Flecky raus. Oh nee, Flecky hat 19 KP. Das ist nicht toll. Um Himmels Willen aufdringlich wie immer. Adrian, dies ist dein erstes Pokémon-Kampf, nicht wahr? Nein. Ein Pokémon-Kampf findet statt, weil Trainer mit ihrem Pokémon gegeneinander. Ich weiß. Der Trainer durch Misskling. Ja, ich weiß. Wenn 0 KP, dann tot. Ja, aber darüber zu reden hilft nicht. Du musst selbst deine Erfahrungen machen. Ja, hab ich schon. Kämpfe und lerne. Ja, weiß ich. Halt deine Fresse. Tschüss, Taka! Ach du Scheiße. Die Gegner schaden zu tun. Ist der Schlüssel zu... Ja, das wissen wir. LOL, der macht mehr Schaden als wir. Das ist ein Spaß. Das ist nicht dein Ernst? Wir verlieren hier. Wobei... Ja, genau! Macht er 5 Schaden! Yes! Die kleine Bitch! Als ob! Als ob! Stirb! Alter, war das knapp! Junge! Wir hätten hier verlieren können! Ich muss zugeben, ich hatte gerade einen Run, wo ich schon verloren habe und was ist das? Null Angriff? What the f... Was haben wir für ein... Haben wir mäßig als Wesen? Weil wir so viel Spezialangriff haben. Das wäre eigentlich ganz cool. Was? Oh ne, ihr habt mir das falsche Pokémon ausgesucht? Nein, hast du nicht. Du hast eigentlich das geilste ausgesucht. Grandios. Bei einem Sieg erhältst du ein Preisgeld und deine Pokémon werden stärker. Kämpfe gegen andere Trainer und stärke so deine Pokémon und fülle deinen Geldbeutel auf. Okay, ich will meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Warte, Opa, wir sehen später. Es ist motherfucking scheu! Senkt Angriff für Initiative. Alter. Das ist eigentlich scheiße. Andersrum wäre viel besser, weil ich meine, in einer Nuzlocke, da habe ich lieber Pokémon, die was aushalten und austeilen können, anstatt dass sie schnell sind und austeilen, weil Sweeper gehen unter in einer Nuzlocke. Aber Tanks sind einfach die besten. Mann. Jetzt habe ich hier einfach so einen Tank, der irgendwie schnell ist. Das ist eigentlich kacke. Tschüss, Adrian. Tschüss. Mist. Was müssen wir denn jetzt eigentlich machen? Ich hab no Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Adrian, wenn du dein Pokémon kämpfen lässt, wird es stärker. Ja, wow. Okay. Und mit einem wird einfach nicht gesagt, was man tun soll. Wir haben übrigens noch keine Pokebälle, weshalb die Nuzlocke Challenge ab hier noch nicht gilt. Ein Radfratz, Level 2. Los, Flecky! Na, 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 na.
Oh, wir müssen den Texttempo nochmal erhöhen. Zack, Flecky, down! So. Auf dem Weg nach Betania City. Ja, jetzt sind wir in Betania City und was nun? Ey, jetzt mal ohne Witz. Wenn man die Spiele nicht gespielt hat, dann weiß man ja gar nicht, wo man lang muss. Weil, wo bitte wird es einem gesagt, dass man jetzt in den Pokémon Supermarkt gehen muss und von denen Mongo hier das Paket abholen soll? Wo bitte wird es gesagt? Das verstehe ich nicht ganz, aber egal. Also ich bin ja selber nicht mit der ersten Generation groß geworden, auch nicht mit der zweiten, auch nicht mit der dritten. Nein, tatsächlich bin ich mit Diamant und Perle Edition, also mit der vierten Generation, aufgewachsen. Und ich bin auch ganz stolz drauf, weil, ja. Und das ist auch schon 10 Jahre her, what the fuck. Los, Flecky! Tackle-Attacke! Zack! Nice, Level 7. Die Werte sehen ganz okay aus. Wir haben einen ordentlichen Bulk, gute Speziale. Also wir sind eigentlich so ein spezieller Tank, aber wir haben halt noch keine Spezialattacken, deswegen... Naja. Und wir haben hier Egelsamen. Okay. Was die Attacke kann, werden wir bestimmt noch sehen. So, überbringen wir nochmal ein beseitigtes Paket, damit wir endlich Pokebälle haben und uns unsere ersten Teammitglieder fangen können. Hallo Adrian, wie geht's dem Pokémon? Scheint dich sehr zu mögen, muss also sagen, dass du talentiert sind. Hier hast du es für mich, ja. Oh, mein Weihnachtsgeschenk. Oh, ich bin warum hast du mich herbestellt? Ach ja, genau. Ich wollte euch eine... Ich wollte euch was Tolles geben. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Unter anderem bekannt als Märchenbuch. Adrian, Andi, diese beiden sind für euch. Ja, natürlich hat er genau zwei Stück, ja. Als ob. Es reicht nicht, um Pokémon zu sehen. Ihr müsst sie fangen. Dann kriegt man noch detailliertere Informationen. Hier Pokebälle und bla. Und wie ihr das fangen könnt, wisst ihr selber. Ich bin so alt, ich schaff's nicht. Also bitte, mein Traum ist wirklich. Macht euch um diese... Der redet ja viel. Es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Genau, ich leih mir meine Schwester eine Karte. Ha, und sie, dir soll sie keine geben. Lol. Oh, Andi. Bist ein richtiger Spasti, wa? Spaß. Ah, hallo, Andis Schwester. Dessen Namen ich nicht nennen werde. Dankeschön. Wie sie mir einfach so die Karte gibt, nur ohne dass ich was sage. Ist auch okay. So, ab jetzt übrigens, wir haben jetzt Pokebälle, das heißt, ab jetzt gilt die Challenge. Das Pokémon, das wir jetzt sehen, müssen wir fangen. Und es ist ein Radfatz, männlich. Ist okay. Ich glaube, hier gibt's auch Taubsies, aber anscheinend sagt das Spiel, nee, hier, Radfatz kriegst du. Und da bin ich voll zufrieden mit. Pokéball, los! Was? Alter, dieses Radfatz hat überhaupt keinen Bock auf uns. Na komm, Radfatz, was willst du von mir? Komm schon, auf unsere tolle Reise. Bleib drin! Jawohl. WTF einfach. Ein kleines, sehr wendiges und bissiges Pokémon, welches in vielen Gegenden heimisch ist. Ah ja.
Wir werden es, ich glaube, ich nenne es Bernhard aus Bernhard und Bianca, weil mich radikal so ein bisschen an Bernhard erinnert. Keine Ahnung wieso. Es ist Lush. Ah ja, und was macht Lush genau? Wir haben Angsthase als Fähigkeit. Okay. Noch ein Radfratz. Davon fliehen wir mal. Mit unserer geilen Initiative, weil wir ja ein scheues... Wir haben ein scheues Bisasam. Und ein lasches... Alter, was ist das für ein Team? Wir haben einen ängstlichen... Ein ängstliches Pflanzendinosaurierviech. Und so eine faule Ratte. Ey, das kann ja nicht gut gehen. Na ja, Mann. Na ja, mal schauen. Dankeschön, Professor Joy. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Pokémon Supermarkt und gönnen uns ein paar Items. Denn ohne ein guter Trainer achtet stets auf die Gesundheit seiner Pokémon. Deswegen würde ich sagen, erstmal Pokébälle kaufen, genau. Kommen erstmal ein paar Pokébälle, zwei Gegengift und einen Haufen Tränke. So. Genau. So, und das war's schon. Dann gehen wir auch schon weiter. Ich werde diese erste Folge hier ein bisschen länger halten. Alle anderen Folgen werde ich so circa auf 20, 25 Minuten begrenzen. Einfach weil es sich herausgestellt hat, dass Pokémon-Parts zwischen 20 und 25 Minuten am besten sind. Aber diese erste Folge wird ein bisschen länger sein. So 30, maximal 35. Ja, ich glaube 30 reicht auch. So, jetzt erstmal dieses lächerliche Fang-Tutorial von diesem alten Mann beobachten. Nee, nicht das Pokémon sprechen, einfach instant den Ball schmeißen. Kann man mal machen, aber würde ich nicht raten. Eigentlich ist es optimal, das Pokémon so gut abzusprechen wie nur möglich. Am besten noch Paralyseschlaf oder sonst irgendeine sadistische Art, das Pokémon abzusprechen, kurz vom Rande des Todes bringen und dann mit dem Ball in einen kleinen Mini-Ball einquetschen. Das ist die perfekte Art, wie man ein Tier fängt und auch weiterhin am Leben hält. Was? Hier kriegst du noch so ein unnötiges Item. Oh, mein Kaffee. Ha, jetzt hab ich Kopfschmerzen. Alter, laber nicht so viel, alter Mann. So, wir gehen jetzt mal instant nach oben. Einfach Route 2, damit wir da dann schon mal unser Pokémon fangen können. Die Musik erinnert mich an Pokémon Mystery Dungeon. Ich glaube, der hat in Mystery Dungeon einfach die Musik aus den alten Generationen genommen und remixed. Noch ein Radfratz. Das ist nicht unser Encounter, denn wir haben ja schon einen Radfratz. Ja. Ich kann halt so lange wiederholen, bis was kommt. Und es kommt einfach nochmal ein Radfratz. Normalerweise darf man nur dreimal wiederholen, dann ist es vorbei. Aber bei mir, ich will halt jede Route mitnehmen, wie es geht. Aber irgendwann geht's mal darum, sagt, komm jetzt ein Taubsi, na los! LOL. Oder nur New? Kann man auch machen. Habe ich auch noch nie trainiert. Das ist bestimmt interessant. Ist sogar weiblich. What the fuck? Toxica. Ja, weil, keine Ahnung, wie soll ich sonst mit... Alter! Gib mir den Sack. Es ist hastig.
Das heißt, ich glaube, hastig ist, die Verteidigung sinkt um 10%, aber steigt die Init um 10%. Das ist eigentlich... Naja, okay. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Und fangen und gehen links weiter. Hier wäre ein Pokéball, das man nur mit einem Zerschneider bekommt. Ausschließlich nur mit einem Zerschneider. Das heißt, wir müssen den den zweiten Orden schaffen, dann die VM01 Zerschneider bekommen. Und dann müssen wir hier zurück können. Und dann können wir erst diesen Pokéball hier nehmen, in dem sich ein Trank befindet, ja? Und dann... Moment mal. Oder auch nicht. Oder wir gehen einfach hier an den Zaun vorbei und schnappen das Item. Das geht auf. Route 22? Okay. Nicht Route 3 oder so? Nee, Route 22. Kann mal bringen. So, was gibt's hier für einen Encounter? Ein Radfratz. Yay. Wir hätten jetzt... Jetzt mal ohne Spaß. Bei doppeltem Pokémon hätten wir jetzt 3 Radfratz. In welcher Welt soll das funktionieren? Also 3 Radfratz trainiere ich nicht. Ach komm schon. Das ist ein Spaß. Troll mir die. Immer 2 Radfratz und dann ein neues Pokémon, ja? Jetzt komm. Gib mir einen Mankey oder einen Habitak. Irgendwas Cooles. Aber geh mir nicht auf den Sack. Alter, ich spule das gleich vor, ja? Ich schneide jetzt einfach, ja? Ab jetzt schneide ich. Na, endlich ein Pokémon. Ein Habitak. Das ist auch ganz cool. Ein Flug-Pokémon. Und ja. Ist sogar weiblich. Interessant. Hm. Lol. Oh nein, er kann Schnabel! Alter! Ach du Schande! Der kann einfach schon Schnabel. Oder sie. Es. Bleib drin, bleib drin, bleib drin, bleib drin, bleib drin. Yes! Yes! Oh meine Fresse. Es ernährt sich von Insekten, die sie im Gras findet. Ein starker Flügel hält es in der Luft. Ja. Ich nenne es Kati. Aus dem einfachen Grund, weil Habitak, also rückwärts Kati Bar, und Ibitak, rückwärts Kati B. Deswegen Kati. Voll einfallsreich, und wir haben jetzt ein cooles Habitak. Was hat das für ein Wesen? Mild. Ich glaube, Mild senkt den Spezialangriff für die Spezialverteidigung, oder? Bin mir nicht sicher. Adlerauge, das heißt, wir können keine Genauigkeit für den Schnabel. Richtig cool. So, oh mein Gott. Okay, liebe Freunde, dann... was machen wir denn jetzt? Haben wir alle 4 Pokémon, die wir hier in der Gegend fangen können? Jetzt gehen wir erstmal ins Pokémon Center zurück. Könnten jetzt schon in den Ewigwald gehen, aber ich würde sagen, trotz dessen, weil wir so schnell waren, ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Du gehst in den Vetanial? Sag du, da verläuft man sich leicht. Hast du schon ein Radfass? Ist klein, aber sein Biss ist heftig. Und dann würde ich sagen, was ist für die erste Folge? Ich werde jetzt meine Pokémon ungefähr auf alle auf Level 7 bringen, so auf Bisasam-Niveau. Oder Level 8, ja, also so ein bisschen hoch trainieren. Und das nehme ich natürlich auf. Das könnt ihr dann in einem nicht gelisteten Video sehen. Den Link werde ich in die Beschreibung packen, gleich als erster Link. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der zweiten Folge, wenn wir dann in den Vetania-Wald stürmen. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst doch eine positive Bewertung da. Ein Kommentar würde mich auch freuen. Und dann würde ich sagen, haut rein, liebe Freunde.
Ciao.